Noch ein Schnitt und es ist vollbracht. Der neue Hybridsaal im Sanner Herzzentrum ist eröffnet. Auf 77 Quadratmetern Hightech pur. Der neue Operationssaal bietet in Größe und Ausstattung den Patienten und Mitarbeitern optimale Bedingungen. Auch Chefarzt Dr. Axel Hahnert ist von den technischen und medizinischen Möglichkeiten des Hybrid-OPs begeistert. Für ihn trägt dieser Neubau dazu bei, dass Cottbus seinen Spitzenplatz in der europäischen Herzmedizin weiter festigen kann. Wir werden mit unserer Qualität, aber auch mit unserer Quantität europaweit, deutschlandweit gesehen. Wir merken das auf internationalen Kongressen. Wir sind gern gesehene Gäste dort, wir sind dort gern gesehene Gesprächspartner, leiten dort zum Teil Symposien. Und das ist für diese kleine Stadt, die oftmals Negativschlagzeilen machen muss, eine ganz, ganz wichtige Botschaft nach draußen. Gerade einmal 9 Monate hat der Bau gedauert. Neben dem OP-Saal befinden sich hier ein Hybrid-Schaltraum, ein Sterilgutlager und ein Personalraum für das gesamte OP-Team. Durch die neuen Räumlichkeiten kann sich das Sanner Herzzentrum in Sachen Medizin, Pflege und Technik noch weiter verbessern. Was auch bei der gestrigen Einweihungsfeier für gute Laune sorgte. Also das ist ein großer Meilenstein heute für uns. Man muss wissen, dass Cottbus Deutschland und europaweit für bestimmte Eingriffe am Herzen führend ist. Und mit der Investition heute tragen wir der Entwicklung Rechnung und freuen uns, dass das alles so gut geklappt hat. Die Kosten für den Erweiterungsbau belaufen sich auf rund 3,6 Millionen Euro. Das Land Brandenburg steuert ein Drittel dazu bei. Das ist wirklich hier mit die Bundesliga oder Champions League, um mal jetzt in dem Sportsprech zu bleiben, den wir ja gerade durch die Fußballweltmeisterschaft haben. Also wir haben hier wirklich eine sehr, sehr gute technische Ausstattung und eine sehr gute pflegerische Betreuung. Bereits heute Morgen ist der neue Hybridsaal zum Einsatz gekommen. Einer 78-jährigen Patientin aus der Lausitz wurde eine neue Aortenklappe eingesetzt.